Damit herzlich willkommen zu dem Review von SmackDown vom 2. Oktober 2016. Ja, hat genauso langsam begonnen wie die Show selber. Und zwar, das Ganze hat mit einem Randy Orton, Daniel Bryan, Shane McMahon Segment hat das begonnen. Und ja, es hat halt damit begonnen, dass sie gemeint haben, yo, hier Orton, du hast bis zu weit gegangen, es wird Konsequenzen dafür geben, was du am letzten Abend gemacht hast. Und das war halt den RKO gegen Lesnar zu machen. Und sie haben auch gesagt, wir werden die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen, damit du nicht angegriffen wirst von Lesnar, weil sie halt angenommen haben, dass Lesnar auf jeden Fall den Abend noch erscheinen wird. Ja, also mit ihm fertig waren, ist halt der Mist gekommen und hat gemeint, hier, ich bin der Jason Bourne von euch, würdet ihr Matt Damon so behandeln, wenn er in meinen Schuhen stecken würde? Und da haben sie gesagt, nein, würden wir natürlich nicht. Und du bist auch kein Jason Bourne und du bist kein Matt Damon. Und deswegen ist das eine total andere Situation. Und sie haben eigentlich auch gemeint, wir sind froh, dass der Intercontinental Championship hier im Roster ist. Und wir sind nicht darüber froh, im eigentlichen Sinne, dass du im Roster drin bist. Weil das ist im Prinzip nur, naja, ein Zusatz gewesen, der halt dabei gekommen ist, in den sie halt entgegennehmen mussten. Ja, und dann haben sie halt angekündigt, dass es ein Number One Contender Triple Threat Match am gleichen Abend noch geben wird, wo dann sich halt entscheidet, wer auf The Miz beim SummerSlam treffen wird. Ja, ja, das Ganze ging dann halt weiter, dass sie halt noch Dean Ambrose getroffen haben. Ja, Dean Ambrose ist halt auf der Suche nach Dolph Ziggler gewesen, um ihm halt seine Meinung zu sagen, um ihm zu sagen, was er über ihn denkt. Und das Ganze hat dann auch im Ring stattgefunden. Dean Ambrose ist rausgekommen, Ziggler ist rausgekommen und die beiden hatten so ein kleines Face-Off miteinander. Und Ziggler hat halt gemeint, weißt du überhaupt, wer ich bin? Weißt du überhaupt, warum ich den Titel gegen dich gewinnen werde? Und das ist, weil ich jeden Tag an mich arbeite und jeden Tag zeige, dass ich so verdammt gut bin. Und das gleiche werde ich beim SummerSlam dir auch zeigen. Naja, schön und gut. Das Ganze ist dann zu Ende gegangen. Und das Ganze endete dann damit, dass das Licht ausgegangen ist, das Licht hier angegangen ist und Bray Wyatt so klar angegriffen hat. Und er dann halt angekündigt hat, dass die beiden ein Match gegeneinander haben werden. Und dass, wenn Ziggler verliert, Bray Wyatt der offizielle Number One Contender für den WWE World Heavyweight Championship sein wird. Ja, dann ging es halt weiter mit dem Triple Threat Number One Contendership Match um den Intercontinental Championship. Ja, Kalisto ist auf Baron Corbin, ist auf Apollo Crews getroffen und das Ganze hat damit geendet, dass Apollo Crews das Match gewonnen hat. Allerdings wurden allesamt von Baron Corbin abgefertigt, inklusive von The Miz. Also ich nehme mal fast an, dass es so ein Triple Threat Match, vielleicht sogar ein Fatal 4-Way, sich hinsteuern wird. Nehme ich einfach mal an, also The Miz, Apollo Crews, Baron Corbin und vielleicht sogar der zurückkehrende Shelton Benjamin. Wie gesagt, immer noch, wenn ihr ein Video über die ganze Sache haben wollt, könnt ihr es mir gerne sagen. Dann werde ich ein Video zu den ganzen Rückkehrern, zu den ganzen Gerüchten, die jetzt so dem Roster-Split gibt, gerne machen. Ja, dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich darüber wirklich reden möchte. Dann gab es das Match zwischen Becky Lynch und Eva Marie. Das Match ging genauso lange, wie Eva Maries Karriere hätte gehen sollen. Und hatten nur ein paar Minuten. Und zwar, ich weiß nicht, ob es eine Story-Verletzung ist oder ob es eine tatsächliche Verletzung ist, aber als Eva Marie von Style runtergegangen ist, hat sie sich das Knie verletzt und nun ja, konnte dann halt das Match nicht starten mit Becky Lynch. Das Match wurde offiziell abgebrochen. Mehr will ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Ich werde auch nur, glaube ich, ein Bild einblenden dazu und das wird das Bild sein, wo sie sich das Knie hält. Ja, dann ging es halt weiter mit einem
Interview von Natalya und halt Kamala war auch dabei. Und Natalya tat halt darüber sich beschweren, dass sie halt der Mittelpunkt der Women's Division sein sollte und dass sie halt die Nummer 1 sein sollte, weil sie ist ja von der Hart-Familie und die Hart-Familie war schon immer Nummer 1. Nun ja, das fand Kamala jetzt nicht so besonders toll. Sie hat halt gemeint, jo, ich bin halt auch Teil des Rosters und dann meinte halt nur Natalya, ja, du bist aber auch die Letzte, die gedraftet wurde und eigentlich hast du dazu keine Meinung zu haben. Und ja, es wurde halt kurzerhand entschlossen, dass sie beide ein Match gegeneinander haben würden. Ja, dann ging es halt weiter mit American Alpha, geniales Tag Team, genial, einfach nur Hammer. Deren Debüt war gegen die World Villains, gutes Match. Das Ganze endete mit den American Alpha und deren Finisher, Jason Spear von Jason Jordan und den anschließenden German Suplex Combo von Chad Gable. Oh. Wie gesagt, erfolgreiches Debüt von American Alpha. War ein tolles Match und ich bin gespannt, was sie damit machen, weil der Tag Team Titel ist ja nun mal halt in Raw und er wird halt nicht über die Brands hinweg verteidigt, sondern er wird halt nur bei Raw verteidigt. Von daher wird wahrscheinlich früher oder später ein neuer Titel, ein neuer Tag Team Titel gebraucht in SmackDown. Ansonsten wäre die ganzen SmackDown Tag Team Matches für den Arsch. Ja, dann hatten wir ein kleines, aber feines Cena Style Segment, wo dann halt ja, beschlossen wurde, dass die beiden ein Match beim SummerSlam haben werden. Das ist kurzerhand die kurze Ausführung. Und es geht halt darum, ob jetzt Styles oder Cena besser ist. Und ich glaube, wir alle wissen die Antwort von dieser Frage. Nun ja. Jedem sei dahingestellt, wer er besser findet. Von daher enthalte ich mich da meiner Meinung. Ja, dann gab es das Randy Orton gegen Fandango Match. War jetzt halt besonders kurz. Und auch nicht besonders lang. Es hat halt. Ja, es gab keinen offiziellen Gewinner in diesem Match. Das Ende von der Geschichte war halt nun mal, dass Brock Lesnar, wie sie angenommen haben, nach draußen gekommen ist, hat die ganze Security niedergemäht und hat halt Randy Orton ein RKO gegeben. Ja, das wäre ewig gewesen. RKO gegen Randy Orton. Nein, er hat einen F5 hat ihm gegeben und ist dann halt wieder nach draußen und hat dann das Ganze halt klar gemacht, dass er sich das nicht gefallen lässt, was Randy Orton bei Raw gemacht hat. Ja, dann war Heath Slater im Backstage-Bereich. Er hat mit Daniel Bryan gesprochen, hat halt wieder gemeint, ich bin der hottest Agent in Sports Entertainment. Und ja, Daniel Bryan hat halt gemeint, wenn du halt einen Platz im Roster haben willst, dann musst du es dir verdienen. Und zwar mit einem Match nächste Woche. Und dann meint er, Heath Slater, ja, wer ist mein Gegner? Ist es vielleicht Jumpin' Jim, Jarrett, der Fantasy-Partner von Chris Jericho? Und er hat halt Daniel Bryan gemeint, nein, es ist, und in dem Moment gort halt Rhino Slater nieder und er meint halt, Rhino ist dein Gegner. Ja, und dann hat er halt noch die Ärzte hat er dann gerufen und die haben dann sollten sich dann halt um Heath Slater kümmern. Ja, dann wurde halt im Backstage-Bereich noch ein Interview gehalten in der Talksmack Kulisse mit Renee Young. Und zwar hatte Dean Ambrose, der reale Freund von Renee Young, hatte ein Interview mit ihr. Ja, und er wurde halt gefragt, was hältst du von Dolph Ziggler und halt, dass er Number One Contender ist. Und dann meinte er halt, yo, anything can happen in der WWE. Und er sagte auch, er wäre nicht überrascht, dass Bray Wyatt aufgetaucht wäre, weil Bray Wyatt wäre halt nun mal so. Und nun ja, war halt nicht sehr lange und hat auch nicht sehr viele Informationen das Ganze gebracht. Es hat halt ein bisschen die Zeit vertrieben, sag ich mal so, bis zum nächsten Match. Und das ganze Match
Ja, man kann aber nicht mal sagen, es war ein Match. Und zwar sollte Carmella normalerweise ihr Debüt feiern. Ich glaube sogar gegen Natalya. Und das, jo. Hat halt nicht stattgefunden, weil Natalya sie von hinten angegriffen hat und halt einen Sharpshooter gemacht hat. Und, naja, JBL in seiner typischen Heel-Art natürlich wieder. Oh, das haben die Hearts schon immer gemacht. Das war schon immer deren Taktik und so weiter. Und da weiter halt David Octanga. Wie es halt nun mal richtig ist, dass Bret Hart zum Beispiel niemals jemanden von hinten angegriffen hat. Stimmt ja auch. Es wäre ja Schwachsinn. Die Harts haben normalerweise, außer Owen Hart und Jimmy Jan von Hart, hat halt keiner jemanden von hinten angegriffen. Ja, das nächste Match war dann halt, das nächste offizielle Match war halt Bray Wyatt gegen Dolph Ziggler. Richtig gutes Match, also würdig, um SmackDown abzuschließen. Ja, Ziggler hat das Match mit dem Superkick gewonnen, er war der Number One Contender. Allerdings kam dann Eric Rowan raus, hat Ziggler angegriffen. Dean Ambrose hat versucht, den Save für Ziggler zu machen. Allerdings hat er es nicht geschafft, wurde nach draußen geschickt von Rowan. Und ja, sie haben dann Ziggler abgefertigt mit Sister Abigail. Und das Ganze endete dann mit einem siegreichen Bray Wyatt am Boden sitzend, Follow the Buzzard, screamend, sag ich mal, rufend. Und das Ganze endete dann halt damit. Nun ja. Ja, was würde ich der Show für ein Rating geben? Ich würde mal sagen eine 3. Weil, nee, eine 3 minus. Weil das Ganze war, nun ja, es war unterhaltsam, es war relativ und okay, aber es hat halt jetzt nicht sonderlich viel weitergebracht, die Show. Ich meine, es gab zwei Matches, die in der Stadt gefunden haben, beides waren Divas-Matches oder Women-Wrestler-Matches. Ja, das Rebel's Web Number One Contenders Match hat halt stattgefunden und angeblich ist es halt nur Apollo Crews gegen The Miz, aber es wird definitiv ein Rebel's Web Match, genauso wie das World Heavyweight Championship Match anscheinend ein Triple Threat Match werden wird. Bin ich mal gespannt. Oder so tun Ziggler nachträglich doch noch aus dem ganzen Maus. Muss mal abwarten. Aber wie gesagt, ich würde dem Ding eine 3 geben. Wir müssen abwarten, ob SmackDown noch das Ganze wieder toppen kann, weil eigentlich sind die ganzen Stars und die ganzen großen Leute halt immer noch bei Raw. Und ich bin gespannt, ob SmackDown zu seiner alten Kraft von 2004, 2005, 2006, 2007 kommen wird. Ich hoffe, weil SmackDown war früher eine richtig coole und richtig Hammer-Show. Mal abwarten. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten und dann sieht man sich beim nächsten Review wieder. Bis dahin. Tschüss.